Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren. Ja, wir können es Let's Play nennen. Von den Game Medieval. Na, du kleines Rotwild. Wie friedlich es hier mitten im Wald lang schlendert, ohne zu wissen, dass bereits jetzt jemand mit auch nur einem Knopfdruck dafür sorgt, dass dieses unbeschwerte Leben bald vorbei ist. Denn was dieses Rotbild noch nicht mitbekommen hat, ist, dass sich hier eine kleine Gemeinschaft niedergelassen hat. Welche fleißig wächst, holzt, brandschatzt. Ja. Das, was Menschen halt eben machen, wenn sie irgendwo landen. So. Genau, in der letzten Folge haben wir hier dieses wundervolle Haus fertig gebaut. Und haben uns dafür entschieden, dass wir jetzt uns darum kümmern, ein Lager zu errichten. Und zwar so kleine Schuppen, habe ich mir gedacht. So kleine Anbauten vielleicht sogar. Alter Schwede. Ich drücke mal auf Pause. Was auch immer der an Gemüse in der Hand hat mit Einschnitt, haut der Zwiebeln. Ah, rote Beete, Möhrchen und Kartoffeln durch. Das Rote hier kann ich nicht entziffern, was das sein sollte. Solltet ihr das wissen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist ja crazy. Da ist noch was Weißes bei. Leco Mio Sivat. Ich wusste gar nicht, dass du so krasse Kochkünste drauf hast. Eintopfhaufen. Ja, da schmeißen sie sich gleich drauf zu. Wahnsinn. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier unser kleines Lager, was wir anbauen. Dazu ziehen wir nochmal eine Holzwand. Ja. Klotzen, nicht kleckern, ne? Oh, wie geht das wieder weg? Vereinfacht gesagt, so. Okay, ich glaube, wir müssen da schnell eine Tür einbauen, sonst war's das bald. Machen wir dann Fenster rein. Joa, zwei Stück können wir reinmachen. So. Junge, Junge, da sind die jetzt aber schon fleißig. Und dann fällen wir noch ein bisschen Holz hier. Die Frage ist, wo? Ja, wir nehmen mal das hier weg. Dann können wir vielleicht hier oder hinterm Haus, je nachdem, ein Feld errichten. Mal schauen. So, dann machen wir hier raus die Lagerfläche. Und zwar den Standardlagerplatz. Für Ressourcen. Ihr haut da die Äste. So, was mich jetzt aber noch wundert, also es gibt tatsächlich momentan anscheinend nur Jagen. Also einen Backgammon-Tisch können wir gerne nochmal integrieren.
Sollen sie doch mal ein bisschen Backgammon auch spielen, ne? Ist ja auch wichtig hier. Sehr wichtig. Wo spielen die denn am besten? Ich würde sagen, hier so schön mit dem Fenster. Das ist doch klasse. Und? Vielleicht auch so einen kleinen Zaun. Einfach für die Optik. Na? Hätte ich den drehen müssen? Oder zieht er sich gleich selber zurecht? Das ist jetzt mal interessant zu erfahren. So, den Lagerplatz als solches lösen wir auf. Ein Dach fehlt noch. Oh, da muss man erstmal drauf klarkommen. Was wollen die mir jetzt sagen, dass das nicht geht? Dann mache ich das anders. Dann habe ich da doch tatsächlich eine andere Idee noch. Und zwar kann ich doch hier jetzt einfach so den Holzboden machen. Nee, kann ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht. Ich muss ja erstmal eine Treppe. Ach, ich weiß warum. Es gibt doch hier diese. Genau. So, jetzt kann ich den Holzboden machen, oder? Ja, das war ein reines Statikproblem, welches hier irgendwie immer noch besteht. Das heißt, rein theoretisch muss ich hier und hier nochmal welche setzen und dann sollte das doch funktionieren. Ja. Naja, super. Dann klappt das ja. Das sieht doch erstmal schön aus. Dann könnte ich ja rein theoretisch auch eine Dachterrasse machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Warum machen wir das denn nicht gleich? So. Ach, jetzt nervt der Holzboden. Okay. Aber dann können wir das ja da machen, wo noch kein Holzboden ist. So vielleicht. Nein. Jetzt hat er den da drauf gebaut. Oder? Ja. Eieiei, Leute, das ist hier sehr. So. Treppe. Kann ich platziert werden? Kann ich platziert werden?
bauen wir das gleich nachträglich mal ein. Okay, das funktioniert so nicht. Nahrungsbeschaffung vielleicht. Also, essen tun sie schon gut. Aber Zinne aus Holz. Genau, so habe ich mir das nämlich gedacht. Dann bauen wir nämlich hier die Zinne lang. Man hätte die auch so setzen können, ne? Ja, das ist sogar viel schlauer. Die machen wir wieder weg. Achso, hier können wir noch nicht bauen, weil die Stützen noch fehlen. Die Zinne können wir doch rein theoretisch. So anbringen. Na, bei der Tür sieht's komisch aus. Ich hoffe, dass der das so ein bisschen erkennt. Das testen wir gleich. So, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Schlagt Holz für die Minen von Moria. Ah ne, Isengard war das, glaube ich, ne? Wo die Minen waren, wo sie die Uhukai ausgegraben haben. Ja, nice. Ja, das sieht ja super aus. Super habt ihr das gemacht. Weg damit. Was ich cool finde, mir ist das eben schon aufgefallen. Wenn jetzt das Holz fällt, zeigt er an, was man mit dem Holz, was bereits gefällt worden ist, alles machen kann. Das finde ich sehr schön. Vor allem. So, und was ist jetzt hier mit dem restlichen Boden? So. Und hier? So. Das sieht er jetzt sehr wild aus. Okay. Warum hat er jetzt nicht den auf der Ecke gemacht? Ich glaube, der möchte mich da ein bisschen ärgern auch. Wir brauchen einen Forschungstisch und eine Schlachtbank vor allem auch. Eine Schlachtbank ist gut. Ich würde sagen, wir schlachten erstmal zu Hause. Schön häuslich. Und das werden wir dann später noch alles so ein bisschen outsourcen. Schön direkt neben den Backgammon-Tisch. Ne, wir schlachten hier. So. Und wenn jemand nicht schlafen kann, dann kann er sich gerne der Forschung widmen. Ich hoffe, dass da nicht so viel Blut drüber spritzt, dass die ganzen Unterlagen nachher versaut sind. Aber was braucht man dafür? Auch nur Holz. Die brauchen Holz, die brauchen viel, viel Holz. Feld
mehr Holz. So. Okay, gut. Das funktioniert noch nicht. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, dann mache ich das weg, weil ich baue auch sehr, sehr gerne schön. Und das ist hier anscheinend auch nicht möglich. Aber ich rege mich darüber nicht auf, weil nicht vergessen, wir befinden uns hier noch in einer Alpha. In Early Access. Alpha, sage ich schon. Die gute alte Zinne. Das finde ich schön. So hört man die Sounds. Und wenn man weiter weg ist, dann hört sich das mehr so wie so ein entfernter Hall an. Das ist nicht schlecht gemacht. So, Bier. Forschen, forschen, forschen. Lehmfeuerbehälter. Was konnte der nochmal? Der konnte eigentlich nur Wärme erzeugen. Wie warm haben wir das jetzt hier drin? 14 Grad. Draußen 10. Na, das geht ja noch. Das war's jetzt auch. Ich glaube, für den Rest brauchen wir erstmal einen Forschungstisch. Viel mehr können wir hier, glaube ich, momentan nicht machen. Wie sieht das jetzt hier mit den Vergammeln aus? Zersetzt sich trotzdem. Wegen dem Bodentyp, na klar. Hätte ich mir auch denken können. Dann nehmen wir hier mal Zweige. Und dann ist ja hier auch noch kein Dach richtig drauf, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Also ich glaube, das Game ist ein bisschen leise. Ich werde das mal ein bisschen lauter stellen. Audio. Oh nee, ich glaube, das ist zu laut. Audio. Baum ist Lungen. Aber da sehe ich jetzt Isemana auch. Na klar, bauen kann sie. Was macht sie? Sie holt das Holz, anstatt dass andere das machen. Aber nun gut. Jetzt ist noch die Frage, wie mache ich das mit der Treppe? Am besten ist ja, wenn ich die von innen setze. Kann man das Gitter ausschalten? Weiß es nicht. Geht doch erstmal schlafen. Gerade Holztreppe. Deckungseffektivität. Die Deckung gibt an, wie viel Prozent. Oh, Autospeichern. Wie viel Prozent der ankommende Geschoss, das ankommende Geschoss abgewehrt wird. Das ist gut.
Tragen die jetzt eigentlich die Waffen schon? Winterkleidung aus Leder? Ja, Kleidung tragen sie, aber was ist mit den Waffen? Liebe Leute, wo sind eigentlich meine Waffen? Habt ihr die hier liegen? Ja, da liegen die. So, das Lager ist schon mal errichtet. Da werden wir jetzt noch mal eine kleine Waffenkammer machen. Und ich finde das auch nicht gut, dass die Bären hier alle vergammeln. Also die geben sich gerade keine Mühe. Kann man hier eine Priorität hochsetzen? Kopieren? Nein. Kann man nicht. Okay, aber die sind ja gleich hier fertig. Dann sollte es weitergehen. Knochenhaufen, Rohmaterial, Baumaterial. Mhm. Ja, die Schreine. Die passen hier nicht mehr rein. Sorry, Leute, hier ist kein Platz für Religion. Vielleicht. So könnte man das vielleicht machen. Das sieht gut aus. Dann machen wir den Schrein so rum. Den Schrein so. Dann können sie beide die gleiche Richtung anbeten. Ohne dass sie die Konfession des anderen unbedingt die ganze Zeit vor Gesicht haben beim eigenen Beten. Das ist doch die Masterlösung. Warum zwei verschiedene Kirchen bauen? Wenn man die Totems einfach miteinander verbinden kann. So, da scheint irgendwie noch Licht rein. Das soll das so sein? Ja, da ist noch nicht alles fertig. Hm. Die brauchen aber auch lange. Komm, wir beschleunigen das mal. Wo kann man das beschleunigen? Da oben. Lauf! Alter, wie ein Berserker. Guckt euch das mal an. Bop, 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 bop. Es regnet. So, habt ihr jetzt nichts mehr zu tun oder was? Doch, habt ihr. Kloppt. Tutorial, Tauschhandel beginnen. Um einen Tauschhandel mit einem Händler zu beginnen, wählst du einen Siedler auf. Rechtsklick auf den Händler und wählst dann die Tauschoption betreiben, okay. Warte mal. Wer ist denn hier gut? Gibt's irgendwie was? Redekunst 4, Redekunst 1, Redekunst 0. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ihr einsam im Wald ausgesetzt worden seid, wenn ihr alle nicht redet. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich haben die sich nicht wirklich viel zu erzählen.
Steven. Steven kommt aus einem anderen Busch. Ja, gut, da brauche ich jetzt kein Tutorial. So. Was hat er denn alles dabei? Das sind meine Sachen. Das ist das, was er hat. Mist, ich hätte mir doch das durchlesen sollen. Das bietet er an. Mhm. Okay, da gibt es wahrscheinlich einen Wert. Also er hat für mich... Was hat er denn für mich? Was ist denn das? Ach so, das steht hier daneben. Üppige Mahlzeiten. Alkohol. Alkohol hört sich schon mal gut an. Was kann ich Ihnen dafür geben? Einfaches Heilpaket? Na, das machen wir nicht. Mahlzeiten? Leinenstoff? Da mache ich ein bisschen Minus, aber ich denke, das ist okay. Dafür habe ich nochmal zweimal Alkohol. Brauche ich das? Ich denke ja. Die müssen mehr saufen, damit sie mehr anfangen zu reden. Die sind ja absolut gar nicht gesellig. So. Sag mal, ist das Haus jetzt langsam mal fertig? Das kann doch nicht so lange brauchen. So, freier Raum. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Okay, jetzt steht da nichts mehr, das ist irgendwie vergammelt. Das ist gut. Steven, wir sind fertig mit dem Tausch. Du brauchst hier nicht reinkommen. Ja, ich wundere mich auch, warum die noch nicht fertig sind. Knallt er sich einen rein oder was? Was macht er gerade? Bewegungstempo, Appetit einmal, Nahrung, Schlaf. Der Unterhaltung bedürftig. Ja, ihr könnt ja alle nicht reden. Also, mal ganz ehrlich, was möchtest du mir erzählen? Redekunst 1. Naja, dann spielen wir ein bisschen. Hier, Zivat, geh mal dahin. Nee, nicht abreißen. Spiel mal ein bisschen Backgammon. Möchte er nicht. Er schlägt lieber wie ein Bekloppter auf Holz ein. Da braucht ihr euch doch nicht wundern, Leute, dass ihr... der Unterhaltung bedürftig seid.
Ah, das finde ich cool, dass sie zeigen, wo die hinwollen. Aber dieses Blinken irritiert ein bisschen, ne? So, 10 Mahlzeiten sind fertig. Okay, das heißt, das ist der Grund, warum ihr da nicht kocht. Steven, du kannst gerne wieder gehen. Wir tauschen nichts mehr mit dir. Also irgendwie ist er so aufdringlich wie so ein ägyptischer Straßenhändler. Produktion. Produkte, Chroniken. Ja. Forschung. Landwirtschaft. Lohnt sich die Landwirtschaft noch? Ja, noch haben wir Frühling. Kartografie. Schaltet frei. Kartografietisch. Auf diesem stabilen Tisch befindet sich eine Karte mit allen bekannten Orten in der Umgebung. Sie dient zur Orientierung und zur Planung. Krass. Lehmziegel. Mhm. Ich glaube, die Landwirtschaft ist erstmal wichtig, dass wir hier eine feste Nahrungsquelle haben. Und dann Nahrung haltbar machen. Räucherhaus. Oh, ich liebe sowas. Räuchern. Was ich auch schön finde, ist die Imkerei. Also Imkern. Finde ich mega interessant. Ich liebe Bienen. Ich mag zwar Honig nicht so gerne, zumindest nicht in Reinform. Aber ich finde diesen Herstellungsprozess machen wir uns nichts vor, Honig ist ja eins der heftigsten Flüssigkeiten, die Mutter Natur uns geschenkt hat. Holzwaffen schmelzen, Steinblöcke schneiden, Lehmziegel fertigen. Also wir werden erstmal die Landwirtschaft erforschen. Dafür brauche ich wahrscheinlich 15 Chroniken, die habe ich schon. Ah ne, ich muss erstmal die Architektur erforschen. 15. Zugeordnet. Gut. Und jetzt kann ich nicht, weil ich erst die Chroniken brauche. Menge, mach mal einfach 10. Ja, oh, wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Ja, das war die zweite Folge. Die war jetzt natürlich nicht sehr wertvoll. Weil ich auch ehrlich sagen muss, dass sie extrem langsam sind, ne? Diese Mana versucht sich jetzt ein bisschen in der Forschung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht lernt, also erst schafft sie es nicht, eine Beere von einem Strauch zu pflücken. Und jetzt steht sie hier wie so eine übelste Professorin und fängt an, hier auf Fachchinesisch irgendwelche neuen Technologien der Menschheit zu erforschen. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll, was diese Isemana da an den Tag bringt. Naja. Wir sehen uns in der dritten Folge. Es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und habt viel Spaß im Leben. Bye bye, euer Viking.